Hören, Teil 1. Du hörst nun 5 kurze Texte. Du hörst jeden Text 2-mal. Lies nun die Aufgaben 1 und 2. Dazu hast du 10 Sekunden Zeit. Du bist in Wien und hörst folgende Durchsage. Hallo Mädchen, aufgepasst! Am 8. April ist es wieder soweit. Am Girls Sports Day gehört das Wiener Rathaus speziell nur euch. Im Festsaal und in vielen weiteren Räumen warten wie jedes Jahr Musik, Tanz, Bewegung und viele verschiedene Sportarten auf euch, die ihr vielleicht noch nicht kennt. Wolltet ihr schon immer mal mit den Profis tanzen und Ernährungstipps von Experten bekommen? Dann seid ihr hier genau richtig, denn wir bieten jungen Mädchen im Alter von 6 bis 19 Jahren von 9 bis 17 Uhr bei freiem Eintritt einen Tag lang Sport und Spaß. Du hörst jetzt den Text noch einmal. Hallo Mädchen, aufgepasst! Am 8. April ist es wieder soweit. Am Girls Sports Day gehört das Wiener Rathaus speziell nur euch. Im Festsaal und in vielen weiteren Räumen warten wie jedes Jahr Musik, Tanz, Bewegung und viele verschiedene Sportarten auf euch, die ihr vielleicht noch nicht kennt. Wolltet ihr schon immer mal mit den Profis tanzen und Ernährungstipps von Experten bekommen? Dann seid ihr hier genau richtig, denn wir bieten jungen Mädchen im Alter von 6 bis 19 Jahren von 9 bis 17 Uhr bei freiem Eintritt einen Tag lang Sport und Spaß. Lies nun die Aufgaben 3 und 4. Dazu hast du 10 Sekunden Zeit. Im Autoradio hörst du folgende Durchsage. Wenig Reiseverkehr und wenig lange Staus. Das ist die Prognose für Deutschland ab Montag. In keinem Bundesland sind derzeit Ferien. Winterurlauber sind auch nicht mehr so zahlreich unterwegs. Verzögerungen gibt es nur in den vielen Baustellenbereichen. Staus sind zu erwarten auf der A7 vor Hamburg und bis Hannover. Auf der A2 Berlin-Dortmund-Köln hat sich bei Dortmund ein Unfall ereignet. Die Polizei reguliert dort den Verkehr. Vorsicht, Autofahrer in der Alpenregion! Auf der A9 München-Salzburg liegt Eis auf der Fahrbahn. Wir wünschen Ihnen weiterhin gute Fahrt. Du hörst jetzt den Text noch einmal. Wenig Reiseverkehr und wenig lange Staus. Das ist die Prognose für Deutschland ab Montag. In keinem Bundesland sind derzeit Ferien. Winterurlauber sind auch nicht mehr so zahlreich unterwegs. Verzögerungen gibt es nur in den vielen Baustellenbereichen. Staus sind zu erwarten auf der A7 vor Hamburg und bis Hannover. Auf der A2 Berlin-Dortmund-Köln hat sich bei Dortmund ein Unfall ereignet. Die Polizei reguliert dort den Verkehr. Vorsicht, Autofahrer in der Alpenregion. Auf der A9 München-Salzburg liegt Eis auf der Fahrbahn. Wir wünschen Ihnen weiterhin gute Fahrt. Lies nun die Aufgaben 5 und 6. Dazu hast du 10 Sekunden Zeit. Du hörst folgende Nachricht. Guten Tag.
Dies ist der automatische Anrufbeantworter der Augenarztpraxis Dr. Svetlana Fischer, Parkstraße 23. Die Praxis ist aus gesundheitlichen Gründen bis Freitag, den 30. August, geschlossen. Wir sind ab dem 2. September wieder für Sie da. Wenn Sie einen Termin vereinbaren möchten, hinterlassen Sie Ihren Namen und Ihre Telefonnummer. In dringenden Fällen wenden Sie sich bitte vormittags an unsere Vertretung Dr. Anne Schubert, Mozartstraße 4, Telefon 0159 70207 oder an den Notfalldienst 116. Dort sagt man Ihnen, wo Sie Tag und Nacht einen Augenarzt finden. Vielen Dank und auf Wiederhören. Du hörst jetzt den Text noch einmal. Guten Tag. Dies ist der automatische Anrufbeantworter der Augenarztpraxis Dr. Svetlana Fischer, Parkstraße 23. Die Praxis ist aus gesundheitlichen Gründen bis Freitag, den 30. August, geschlossen. Wir sind ab dem 2. September wieder für Sie da. Wenn Sie einen Termin vereinbaren möchten, hinterlassen Sie Ihren Namen und Ihre Telefonnummer. In dringenden Fällen wenden Sie sich bitte vormittags an unsere Vertretung Dr. Anne Schubert, Mozartstraße 4, Telefon 0159 70207 oder an den Notfalldienst 116. Dort sagt man Ihnen, wo Sie Tag und Nacht einen Augenarzt finden. Vielen Dank und auf Wiederhören. Lies nun die Aufgaben 7 und 8. Dazu hast du 10 Sekunden Zeit. Du hörst den Wetterbericht für die Schweiz. Am Donnerstag und am Freitag ist es weiterhin kühl und windig. In den Städten regnet es zeitweise. In den Bergen fällt der erste Schnee. Tageshöchstwerte 9 bis 11 Grad. Am Samstag kommt der Wind von Nordwest. Den Himmel bedecken weiterhin Regenwolken. Das Wetter ist etwas milder bei Temperaturen von 10 bis 13 Grad. Über Nacht kann in Regionen über 800 Meter noch etwas Schnee fallen. Der Sonntag ist meist sonnig und lädt zum Ausflug ein. Im Süden bleibt es meist schneefrei und ziemlich sonnig bei rund 11 bis 14 Grad. Du hörst jetzt den Text noch einmal. Am Donnerstag und am Freitag ist es weiterhin kühl und windig. In den Städten regnet es zeitweise. In den Bergen fällt der erste Schnee. Tageshöchstwerte 9 bis 11 Grad. Am Samstag kommt der Wind von Nordwest. Den Himmel bedecken weiterhin Regenwolken. Das Wetter ist etwas milder bei Temperaturen von 10 bis 13 Grad. Über Nacht kann in Regionen über 800 Meter noch etwas Schnee fallen. Der Sonntag ist meist sonnig und lädt zum Ausflug ein. Im Süden bleibt es meist schneefrei und ziemlich sonnig bei rund 11 bis 14 Grad. Lies nun die Aufgaben 9 und 10. Du bist im Supermarkt und hörst folgende Durchsage. Verehrte Kundinnen und Kunden, willkommen im Megamarkt Köln. Beachten Sie bitte unsere heutigen Angebote in der Frischwaren- und Gemüseabteilung. Rinderhackfleisch, das Kilo für nur 3,49 Euro. Neue Kartoffeln, 500 Gramm, nur 1,79 Euro. Frischer Salat, schon ab 59 Cent das Stück. Na dann, guten Appetit. Und nicht vergessen, in unserer Aktionswoche 3 für 2 bieten wir Ihnen noch bis Samstag 3 Bade- und Schönheitsprodukte zum Preis von 2. Übrigens, das Angebot 3 für 2 gilt auch in unserem Geschäft in der Königstraße. Greifen Sie zu, solange der Vorrat reicht. Du hörst jetzt den Text noch einmal. Verehrte Kundinnen und Kunden, willkommen im Megamarkt Köln.
Beachten Sie bitte unsere heutigen Angebote in der Frischwaren- und Gemüseabteilung. Rinderhackfleisch, das Kilo für nur 3,49 Euro. Neue Kartoffeln, 500 Gramm, nur 1,79 Euro. Frischer Salat, schon ab 59 Cent das Stück. Na dann, guten Appetit. Und nicht vergessen, in unserer Aktionswoche 3 für 2 bieten wir Ihnen noch bis Samstag 3 Bade- und Schönheitsprodukte zum Preis von 2. Übrigens, das Angebot 3 für 2 gilt auch in unserem Geschäft in der Königstraße. Greifen Sie zu, solange der Vorrat reicht. Hören, Teil 2. Du hörst nun einen Text. Du hörst den Text einmal. Dazu löse 5 Aufgaben. Lies jetzt die Aufgaben 11 bis 15. Dazu hast du 60 Sekunden Zeit. Du nimmst an einer Führung durch das Europäische Brotmuseum teil und hörst die Informationen zu Beginn der Führung. Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Lehrer, guten Tag und herzlich willkommen an diesem Freitagmorgen im Europäischen Brotmuseum in Ebergötzen. Mein Name ist Rita Busch, ich bin Museumsführerin und werde euch in der nächsten Stunde durch unser Museum führen. Ich hoffe, ihr habt alle warme Kleidung an, denn unsere Führung findet nicht nur in den Museumsräumen, sondern auch im Freien statt. Und im März ist es um diese Tageszeit, es ist jetzt 9.30 Uhr, draußen noch ziemlich kühl. Zuerst möchte ich kurz etwas über das Europäische Brotmuseum sagen. Das Museum ist erst 40 Jahre alt. Es ist also ein junges Museum. Aber es erzählt die unglaublich lange Geschichte der Landwirtschaft und des Brotes. Jedes Jahr kommen ungefähr 20.000 Besucher hierher. Auf der Ausstellung, die man von März bis November besuchen kann, kann man in den Räumen des Museums insgesamt 2.000 Geräte, Werkzeuge und Altdokumente besichtigen. Einige davon werden wir uns zu Beginn der heutigen Führung näher anschauen. Im Anschluss daran gehen wir nach draußen. Denn auf dem Platz vor dem Museum gibt es unsere großen Ausstellungsstücke zu sehen, wie zum Beispiel landwirtschaftliche Geräte, alte Pferdewagen und Öfen aus Stein, wo man früher das Brot gebacken hat. Das Highlight unserer Ausstellung sind die beiden Windmühlen im Park, der zum Museum gehört. Eine Mühle ist sogar über 200 Jahre alt. Trotzdem kann man dort noch heute Getreide mahlen. Noch etwas, bevor wir mit der Führung beginnen. Alle Maschinen und Werkzeuge, die wir heute sehen können, könnt ihr anfassen. Keine Angst, nichts geht's kaputt. Auf alten Bildern von Malern, aber auch von Fotos könnt ihr sehen, wie sie funktionieren. Einige von den Werkzeugen dürft ihr auch selbst benutzen. Und keine Angst, wenn ihr etwas nicht versteht oder etwas genauer wissen wollt, dann fragt mich einfach. Ich gebe euch gerne Auskunft. Wie schon gesagt, unsere Führung dauert etwa eine Stunde. Ihr könnt danach natürlich noch im Museum bleiben oder ins Freie gehen. Da gibt es noch viel zu erkunden, beispielsweise einen 800 Jahre alten Turm oder 500 Jahre alte Bäume. Und wenn euch der Besuch gefallen hat, dann kommt doch einfach mit euren Eltern wieder, zum Beispiel an einem Montag oder Donnerstag. An diesen Tagen gibt es nämlich unsere Backaktionen.
Da habt ihr die Gelegenheit, euer eigenes Brot zu backen. Das dürft ihr anschließend mit nach Hause nehmen. So, nun kann die Führung beginnen. Bitte folgt mir alle. Hören, Teil 3. Du hörst nun ein Gespräch. Du hörst das Gespräch einmal. Lies jetzt die Aufgaben 16 bis 22. Dazu hast du 60 Sekunden Zeit. An der Bushaltestelle hörst du, wie sich eine Schülerin und ein Schüler, Lilian und Benno, unterhalten. Hi Lilian. Endlich ist die Schule aus. Hoffentlich kommt der Bus bald. Ich habe so einen Hunger. Mein Vater will heute Mittag Pizza backen. Hast du Lust, mit uns zu essen? Deine Eltern kommen ja erst am Nachmittag von der Arbeit. Danke für die Einladung, Benno. Dein Vater macht auch wirklich super feine Pizzas. Aber heute muss ich ganz schnell nach Hause, denn ausnahmsweise warten meine Eltern schon auf mich. Heute ist nämlich ein besonderer Tag. Wirklich? Erzähl mal, hast du etwa Geburtstag? Machst du eine Party? Darf ich auch kommen? Quatsch, mein Geburtstag ist doch erst im Oktober, das weißt du doch. Nein, ich hab dir doch erzählt, dass meine Eltern und ich vor 2 Wochen im Tierheim waren. Ich wünsche mir ja schon so lange einen Hund. Ja, hör auf, ich kann's schon nicht mehr hören. Aber im Ernst, du wolltest schon immer einen kleinen Hund haben. Das war schon in der Grundschule so. Ja, und meine Eltern waren immer dagegen. Sie sagten damals, ich wäre zu jung, um mich um das Tier zu kümmern und Verantwortung dafür zu übernehmen. Dabei sind sie selbst große Tierliebhaber. Meine Mutter hatte 2 Katzen, als sie klein war, und mein Vater ist auf einem Bauernhof groß geworden. Naja, ich meine, recht haben sie schon. Denn oft bekommen die Kinder Haustiere zum Geburtstag oder zu Weihnachten geschenkt und nach ein paar Monaten landet der Hund, die Katze oder das Kleintier dann im Tierheim. Aber erzähl mal, hast du damals einen Hund gefunden? Ja, einen ganz lieben. Er ist erst 4 Monate alt und heißt Rudi. Ich hätte ihn am liebsten gleich mitgenommen, aber so schnell ging das nicht. Zuvor sollten wir einen Fragebogen ausfüllen, damit die Leute aus dem Tierheim etwas über mich und meine Familie erfahren. Wie wir wohnen, wie viel Zeit ich mit dem Hund verbringen kann. Wie bei einem Interview? Ja, fast. Das müssen alle machen, die ein Tier adoptieren wollen. Aha. Und danach konntet ihr den Hund adoptieren? Das dachte ich auch. Aber so schnell geht das nicht. Eine Woche später kam zuerst eine nette Frau aus dem Tierheim zusammen mit Rudi zu uns nach Hause, um zu sehen, ob wir überhaupt zusammenpassen und ob die Wohnung groß genug für den Hund ist und so. Vorbesuch nennt man das. Ich kann mir schon denken, dass es da kein Problem gab. Ihr habt ja einen großen Garten und viel Platz im Haus. Ja, Rudi rannte im Garten herum und hatte überhaupt keine Angst. Es ging ihm richtig gut. Super. Und heute könnt ihr ihn also endlich mit nach Hause nehmen? Richtig. In 2 Stunden ist es soweit. Komm doch später vorbei, dann kannst du ihn kennenlernen. Ich bin echt gespannt auf Rudi, aber heute muss ich noch zum Training und danach ist es schon sehr spät. Wie wär's denn am Samstag? Da habe ich frei. Prima. Oh, mein Bus ist auch schon da. Bis Samstag dann. Tschüss. Bis dann. Ende Teil 3. Hören, Teil 4. Du hörst nun eine Diskussion. Du hörst die Diskussion 2-mal.
Wer sagt was? Lies jetzt die Aussagen 23 bis 30. Dazu hast du 60 Sekunden Zeit. Die Moderatorin der Sendung Forum Schule diskutiert mit der Schulpsychologin Nicole Gruber und dem Schüler Silvio Koch zum Thema Lernt man ohne Noten besser? Liebe Hörerinnen und Hörer, hallo und willkommen bei unserer Diskussionsrunde Forum Schule. Heute mit der Frage, lernt man ohne Noten besser? Dazu haben wir zwei Gäste eingeladen. Silvio Koch, Schüler der 10b am Europagymnasium in Klagenfurt und Frau Nicole Gruber, Schulpsychologin. Immer wieder, wenn es Zeugnisse gibt, kommt die Frage auf, ob es wirklich Sinn macht, den Schülern Noten zu geben. Silvio, du machst dieses Jahr deine Matura am Gymnasium. Gibt es durch die Noten zu viel Stress? Also, ich denke, es kommt darauf an, was für Noten man hat. Wenn man Einsen und Zweien bekommt, hat man natürlich keinen Stress, sondern freut sich auf das Zeugnis. Das ist dann wie eine Belohnung für die Mühe, die man sich die ganze Zeit gemacht hat. Aber wenn die Noten schlecht sind, dann haben die Schüler oft Doppelstress. Einmal wegen der schlechten Noten und dann auch, weil sie Angst haben, dass es zu Hause Zoff mit den Eltern gibt. Das ist in der Tat ein Problem, mit dem viele Schüler konfrontiert sind. Wie sage ich es meinen Eltern, dass ich eine 5 im Zeugnis habe? Dann sind sie bestimmt sauer oder traurig. Frau Gruber, was können Eltern in einer solchen Situation tun? Eltern machen sich oft viel mehr Sorgen um schlechte Noten als die Schüler selbst. Dabei ist es in der Regel nicht schlimm, wenn ein Schüler mal von einer 2 auf eine 4 abrutscht. Es gibt Lebensphasen, da sind andere Dinge einfach wichtiger. Das gehört mit zur menschlichen Entwicklung. Sie sollten verstehen, dass es nicht nur Einsen und Zweien geben kann. Ja, und ich finde, dass es auch nichts bringt, wenn man die Kinder noch mehr unter Druck setzt, indem man ihnen etwa das Taschengeld kürzt oder das Smartphone wegnimmt. Dadurch wird die Note doch nicht besser. Stattdessen sollten die Eltern ihre Kinder motivieren und ihnen helfen, die Note zu verbessern. Dabei weiß man im Grunde schon lange, dass Schulnoten nichts darüber aussagen, wie intelligent oder wie begabt ein Schüler ist. Wieso müssen Leistungen der Schüler überhaupt benotet werden? Gibt es denn keine Alternativen zu den Zeugnisnoten? Grundsätzlich halte ich Noten für wichtig, denn sie geben in der Regel Auskunft darüber, ob man das, was man in dem einen oder anderen Unterrichtsfach lernt, gut oder weniger gut verstanden hat. Wenn man eine 1 oder 2 in einem Fach bekommt, dann heißt das meistens, dass man den Stoff gut verstanden hat. Eine 3 oder 4 gibt bereits ein Zeichen, dass man in dem Fach mehr oder vielleicht anders lernen muss. Ein Zeichen ist das ganz bestimmt, aber das Problem ist doch, dass Schüler mit schlechten Noten oft nicht wissen, was sie falsch machen beim Lernen und was sie tun können, damit sie bessere Noten bekommen. Und nicht alle Eltern sind in der Lage, Nachhilfeunterricht für ihren Nachwuchs zu bezahlen. Silvio? Also, ich hatte das Problem in Französisch. Da konnte ich mir einfach keinen Wortschatz merken und bekam deswegen öfters in Tests eine schlechte Note. Meine Eltern glaubten immer, ich würde nicht genug lernen. Aber ich habe gemerkt, dass ich einfach nicht wusste, was ich machen soll, um den Wortschatz leichter zu lernen. Da hat mir meine Französischlehrerin ein paar Tipps gegeben. Zum Beispiel mit Wortschatzkärtchen, Spülen und Online-Aufgaben zu üben. Das hat mir echt geholfen und meine Tests wurden auch besser. Aber egal, ob man nun eine gute oder eine weniger gute Note im Zeugnis stehen hat, es wird oft kritisiert, dass eine Zahl nichts darüber aussagen kann, wie intelligent ein Schüler oder eine Schülerin ist oder wie gut die jungen Menschen auf das Leben in der Gesellschaft vorbereitet sind. Aber gibt es denn Alternativen zu den Noten und wenn ja, welche? Da kann ich Ihnen ein Beispiel nennen. An einigen Schulen gibt es schon lange keine einfachen Notenzeugnisse mehr, sondern sogenannte Textzeugnisse. Da steht ausführlich, wie sich der Schüler, die Schülerin während des Schuljahres entwickelt, wo es noch Schwächen gibt, aber auch wo die persönlichen Stärken liegen. Da steht zum Beispiel, ob jemand kreativ ist oder sich im Unterricht anstrengt. Darüber kann keine Note Auskunft geben. Damit möchte ich natürlich nicht sagen, dass Noten nicht wichtig sind, ganz im Gegenteil, aber sie sind nicht alles. Und überhaupt gibt es ja nicht nur schlechte Noten in den Zeugnissen. Ich meine, wenn man eine gute Note bekommt, ist das auch eine Motivation, noch mehr zu lernen.
aber ich finde es auch wichtig, dass die Eltern cool bleiben, wenn die Note mal nicht so gut ist. Das sind gute Tipps und moralische Unterstützung viel besser als Stress und Kritik. Also mir hilft das auf jeden Fall. Ich kann dann viel konzentrierter lernen und schließlich geht's auch mit den Noten wieder bergauf. Das war ein schönes Schlusswort. Vielen Dank, Silvio. Vielen Dank, Frau Gruber, für das interessante Gespräch. Du hörst jetzt den Text noch einmal. Liebe Hörerinnen und Hörer, hallo und willkommen bei unserer Diskussionsrunde Forum Schule. Heute mit der Frage, lernt man ohne Noten besser? Dazu haben wir zwei Gäste eingeladen. Silvio Koch, Schüler der 10b am Europagymnasium in Klagenfurt, und Frau Nicole Gruber, Schulpsychologin. Immer wieder, wenn es Zeugnisse gibt, kommt die Frage auf, ob es wirklich Sinn macht, den Schülern Noten zu geben. Silvio, du machst dieses Jahr deine Matura am Gymnasium. Gibt es durch die Noten zu viel Stress? Also, ich denke, es kommt darauf an, was für Noten man hat. Wenn man Einsen und Zweien bekommt, hat man natürlich keinen Stress, sondern freut sich auf das Zeugnis. Das ist dann wie eine Belohnung für die Mühe, die man sich die ganze Zeit gemacht hat. Aber wenn die Noten schlecht sind, dann haben die Schüler oft Doppelstress. Einmal wegen der schlechten Noten und dann auch, weil sie Angst haben, dass es zu Hause Zoff mit den Eltern gibt. Das ist in der Tat ein Problem, mit dem viele Schüler konfrontiert sind. Wie sage ich es meinen Eltern, dass ich eine 5 im Zeugnis habe? Dann sind sie bestimmt sauer oder traurig. Frau Gruber, was können Eltern in einer solchen Situation tun? Eltern machen sich oft viel mehr Sorgen um schlechte Noten als die Schüler selbst. Dabei ist es in der Regel nicht schlimm, wenn ein Schüler mal von einer 2 auf eine 4 abrutscht. Es gibt Lebensphasen, da sind andere Dinge einfach wichtiger. Das gehört mit zur menschlichen Entwicklung. Sie sollten verstehen, dass es nicht nur Einsen und Zweien geben kann. Ja, und ich finde, dass es auch nichts bringt, wenn man die Kinder noch mehr unter Druck setzt, indem man ihnen etwa das Taschengeld kürzt oder das Smartphone wegnimmt. Dadurch wird die Note doch nicht besser. Stattdessen sollten die Eltern ihre Kinder motivieren und ihnen helfen, die Note zu verbessern. Dabei weiß man im Grunde schon lange, dass Schulnoten nichts darüber aussagen, wie intelligent oder wie begabt ein Schüler ist. Wieso müssen Leistungen der Schüler überhaupt benotet werden? Gibt es denn keine Alternativen zu den Zeugnisnoten? Grundsätzlich halte ich Noten für wichtig, denn sie geben in der Regel Auskunft darüber, ob man das, was man in dem einen oder anderen Unterrichtsfach lernt, gut oder weniger gut verstanden hat. Wenn man eine 1 oder 2 in einem Fach bekommt, dann heißt das meistens, dass man den Stoff gut verstanden hat. Eine 3 oder 4 gibt bereits ein Zeichen, dass man in dem Fach mehr oder vielleicht anders lernen muss. Ein Zeichen ist das ganz bestimmt, aber das Problem ist doch, dass Schüler mit schlechten Noten oft nicht wissen, was sie falsch machen beim Lernen und was sie tun können, damit sie bessere Noten bekommen. Und nicht alle Eltern sind in der Lage, Nachhilfeunterricht für ihren Nachwuchs zu bezahlen. Silvio? Also, ich hatte das Problem in Französisch. Da konnte ich mir einfach keinen Wortschatz merken und bekam deswegen öfters in Tests eine schlechte Note. Meine Eltern glaubten immer, ich würde nicht genug lernen. Aber ich habe gemerkt, dass ich einfach nicht wusste, was ich machen soll, um den Wortschatz leichter zu lernen. Da hat mir meine Französischlehrerin ein paar Tipps gegeben. Zum Beispiel mit Wortschatzkärtchen, Spülen und Online-Aufgaben zu üben. Das hat mir echt geholfen und meine Tests wurden auch besser. Aber egal, ob man nun eine gute oder eine weniger gute Note im Zeugnis stehen hat, es wird oft kritisiert, dass eine Zahl nichts darüber aussagen kann, wie intelligent ein Schüler oder eine Schülerin ist oder wie gut die jungen Menschen auf das Leben in der Gesellschaft vorbereitet sind. Aber gibt es denn Alternativen zu den Noten und wenn ja, welche? Da kann ich Ihnen ein Beispiel nennen. An einigen Schulen gibt es schon lange keine einfachen Notenzeugnisse mehr, sondern sogenannte Textzeugnisse. Da steht ausführlich, wie sich der Schüler, die Schülerin während des Schuljahres entwickelt, wo es noch Schwächen gibt, aber auch wo die persönlichen Stärken liegen. Da steht zum Beispiel, ob jemand kreativ ist oder sich im Unterricht anstrengt. Darüber kann keine Note Auskunft geben. Damit möchte ich natürlich nicht sagen, dass Noten nicht wichtig sind, ganz im Gegenteil, aber sie sind nicht alles.
Und überhaupt gibt es ja nicht nur schlechte Noten in den Zeugnissen. Ich meine, wenn man eine gute Note bekommt, ist das auch eine Motivation, noch mehr zu lernen. Aber ich finde es auch wichtig, dass die Eltern cool bleiben, wenn die Note mal nicht so gut ist. Das sind gute Tipps und moralische Unterstützung viel besser als Stress und Kritik. Also mir hilft das auf jeden Fall. Ich kann dann viel konzentrierter lernen. Und schließlich geht's auch mit den Noten wieder bergauf. Das war ein schönes Schlusswort. Vielen Dank, Silvio. Vielen Dank, Frau Gruber, für das interessante Gespräch. Ende Teil 4.